Die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra ist aus der Initiative der Menschen entstanden. Das Hauptziel der Bewegung ist die Schaffung der Bedingungen für die Bildung der schöpfenden, weltlichen, geistlich reichen Gesellschaft auf der ganzen Welt. Offiziell ist die Bewegung im Jahr 2014 registriert worden und einig heutzutage mehr als 2 Millionen Teilnehmer aus mehr als 200 Ländern. Die Bewegung ist für die Öffentlichkeit, für die Teilnehmer, für die Menschen guten Willens offen. Die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra ist die einzigartige Bewegung, einzige in ihrer Art. Das ist die Gemeinschaft der Menschen guten Willens, die für sich bewusst gewählt haben, gewissenhaft zu leben, zu handeln und zu arbeiten. Das sind die Menschen, die sich im Leben nach ihren besten menschlichen Eigenschaften richten. Alatra ist die Kenntnis über das Ursprüngliche Wichtigste im Menschen, über den Ursprung des Weltalls, der Welt. Deswegen ist die Bewegung außerhalb der Politik und Religion. Das Wissen, das im Buch Alatra dargestellt ist, einigt alle Menschen, weil dieses Wissen das Wesen aller Menschen ist. Das sind die Werte, die allen Menschen, allen Nationalitäten, allen Glauben einig sind. Jede Volksgruppe hat ihre eigene Tradition. Das Wichtigste ist, diesen Kern zu finden, der alle Kulturen, Völker und Religionen einigt. Es gibt sehr viele Teilnehmer, die dem Buddhismus oder Islam angehörig sind. In ihren Videokommentaren auf die Frage, was das Wissen aus dem Buch Alatra ihnen gegeben hat, kann man sich mit ihren Meinungen bekannt machen. Die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra wird von niemandem finanziert. Keiner steht hinter der Bewegung. Auch über die steht niemand. Es gab Fälle, wenn die Unternehmen oder Organisationen eine Finanzierung angeboten haben. Wir lassen uns darauf aber bewusst nicht ein. Warum? Damit die Bewegung tatsächlich unabhängig bleibt. Damit keiner diese ehrliche Anregung der Menschen in seinen kommerziellen oder in anderen eigennützigen Interessen nutzen konnte. Aus diesem Grund hat die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra kein Eigentum. Es gibt keine Mitgliedschaftsbeiträge. Der internationalen gesellschaftlichen Bewegung Alatra gehört das nichts. Auch dieses Büro, wo wir uns befinden, ist das Eigentum eines der Teilnehmer, der dieses uns zur Verfügung gestellt hat. Er braucht das gerade nicht. Er hat dieses uns dafür freigestellt, damit die Koordinierung der Tätigkeit der IGB Alatra ermöglicht wird. Die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra ist eine neue Form der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Menschen. Und jeder Mensch kann praktisch mit dieser Atmosphäre in Berührung kommen, die zwischen den Menschen, zwischen denen die Projekte realisieren, herrscht. Sie fühlen nämlich, in welchem Klima dies gemacht wird. Vor allem gibt es keine Leitung, keine Untergeordnete. Es gibt bloß Menschen, die die Verantwortung für die Koordinierung einer oder anderen Richtung, für die Tätigkeit bei der Realisation der sozialen Projekte übernehmen. Und der Hauptleiter jedes Teilnehmers ist sein eigenes Gewissen. Alles wird kollegial und gemeinsam entschieden. Ein einziges Moment. Da die Bewegung immer mehr Popularität erlangt, sie ist populär auf der ganzen Welt, gehen alle Projekte, die von Alatra realisiert werden, ausschließlich durch das Koordinationszentrum. Weil es Menschen gibt, die sich als Teilnehmer Alatra nennen, verfolgen aber dabei ihre eigenen merkantile Interessen und kündigen dies im Internetraum an. Jeder Mensch kann sich Gedanken über den Grad der Verantwortung machen, die absolut auf jedem liegt, auf den Taten und Handlungen, die der Mensch realisiert und wonach er sich orientiert. Alle Projekte, die von Alatra realisiert werden, gehen nur durch Koordinationscenter. Jeder kann es sich sicherstellen, ob ein oder anderes Projekt tatsächlich von Alatra ist, indem er sich an Koordinationscenter telefonisch, per Skype oder Mail wendet. Die Tätigkeit, die von den Menschen, der Teilnehmer der IGB Alatra realisiert wird, ihre Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauenswürdigkeit transformiert den Menschen, verändert ihn zum Besseren. Es macht ihn ehrlich, offen, fähig, den anderen zuzuhören, hören und den anderen hören wollen.
seine bessere Eigenschaften zeigen. Man kann noch über vieles erzählen, man kann es aber einfach versuchen. Auf der Webseite alatra.org kann man sich informieren, wie man Teilnehmer werden kann. Man kann sich Videos anschauen, die schon mehr als hunderte auf dem YouTube-Kanal Alatra TV gibt, wo die Menschen erzählen, wer sie sind, welches Beruf sie sind, welche Projekte sie realisieren. So kann jeder Mensch seine eigene unabhängige Meinung darüber bilden, wer tatsächlich die Teilnehmer der Bewegung sind, wofür sie das machen und wovon sie angeregt werden. Da sind Menschen verschiedener Berufe, da sind Menschen verschiedener Nationalitäten, verschiedener sozialen Status, Menschen, die in den verschiedenen Ländern und auf den verschiedenen Kontinenten leben. Ihre berufliche Haupttätigkeit ist das eine und die Tätigkeit in der internationalen gesellschaftlichen Bewegung Alatra ist die, die sie in ihrer Freizeit ausüben. Jeder Mensch hat seine Ideen, Möglichkeiten, wiederum Fähigkeiten, fachliche oder kreative. Wenn sich die Menschen aufgrund dieser Fähigkeiten, Möglichkeiten vereinigen, entstehen neue Projekte. Koordinierungscenter vereinigt die Menschen. Es koordiniert die Tätigkeit, macht die Menschen miteinander bekannt, nähert sie an. Und die Projekte, die realisiert werden, sind die klare Widerspiegelung davon, wie die Menschen vereint aufgrund ihrer besten menschlichen Eigenschaften die Welt verklären können. Projekte, die von den Teilnehmern der Bewegung realisiert werden, schaffen die Bedingungen, damit die Menschen ihren besten menschlichen Eigenschaften zeigen und stärken. Es gibt sehr viele Projekte. Einer der Projekte ist Alatra TV, Projekt, welches hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt vereint. Es ermöglicht den Menschen, solche Fähigkeiten zu entwickeln, von denen jeder Mensch in der Kindheit vielleicht geträumt hat, unabhängig davon, was er jetzt macht. Alle wollten vielleicht Moderator, Journalist, Kameramann oder Frau oder ein Regisseur werden oder Videos schneiden. Im Rahmen dieses Projekts gibt es die Möglichkeit, all dieses Können ziemlich schnell und kostenlos zu erlernen. Der Mensch, zum Beispiel ein technischer Ingenieur, wird ein Moderator oder Journalist. Wenn er bestimmte Fähigkeiten entwickelt, öffnen sich neue Fähigkeiten, kreatives Denken. Er erhält die Selbstgewissheit, Glauben an seine Kräfte. Er verkabelt sich nicht im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit. So breitet sich sein Interessenkreis aus. Die Teilnehmer schaffen selbst die Bedingungen, sodass die Menschen, die solche Fertigkeiten erlernen wollen, dieses ermöglichen konnten. Und mit Hilfe des Internets, der Programme, erfolgt diese Schulung. So spannend. Es wird die Unterrichtszeit ausgewählt, weil die Teilnehmer in unterschiedlichen Gebieten leben, die sich in unterschiedlichen Zeitzonen befinden. Es wird die Zeit so bequem ausgewählt, damit zum Beispiel amerikanische oder australische Teilnehmer an diesen Kursen Meisterklassen unternehmen können. Und diese Welle wächst jetzt in ein unglaubliches Projekt hinaus. Die Menschen öffnen Alatra TV-Kanäle in ihren Ländern, in ihren Sprachen und übersetzen Videos, nicht nur diese, sondern auch andere Sendungen in unterschiedliche Sprachen der Welt. Noch eines der populären Projekte ist das Informationsportal Alatra News. Dort werden verschiedene Artikel, Essays, Gedichte veröffentlicht. Die Teilnehmer aus der ganzen Welt schicken dort Infomaterial zu den Themen, die den Menschen helfen, sich aufs Positive und Gute umzustellen, die Beispiele der schöpferischen Taten der Menschen aus verschiedenen Ländern. Wenn man sich diese Materialien anguckt, entstehen die Optimismus und Inspiration. Es kommt die Sicherheit darin, dass es tatsächlich sehr viel Gutes und Schönes im Leben gibt. Es hängt von uns ab, wie weit dieses Gute und Schöne sich vermehren und sich in unserer Gesellschaft, in jedem von uns befestigen werden. Es gibt noch ein sehr interessantes kreatives Projekt, Alatra Radio. Viele haben davon geträumt, ein Sprecher zu werden. Dank diesem Projekt verwirklichen sie ihren Traum und lesen die Bücher, inspirierende Artikel ab. Sie schicken uns Reportagen mit den Beispielen der guten Taten, Initiativen in ihrer Stadt und Land. Übrigens, dieses Projekt wird immer mehr populär,
weil wirklich jeder ein Interview mit seinem Mitarbeiter oder Nachbar mit Hilfe des Smartphones als Diktiergerät aufnehmen kann. Denn wir werden von vielen guten und netten Menschen umgegeben. Und wenn wir über sie erzählen, so machen wir auf diese Weise unsere Welt fröhlicher und heller. Wir geben den Menschen die Möglichkeit, an das Gute und Helle zu glauben und sich auf dieses Bessere umzustellen. Die Teilnehmer, die solche schöpferische Projekte realisieren, leisten den Beitrag in die Verbreitung des Schöpferischen in der Gesellschaft. Es gibt Projekt Crowdfunding mit Gewissen. Der Begriff Crowdfunding ist nicht mehr neu. Was Alatra Crowdfunding mit Gewissen unterscheidet, ist es, dass alles dort durchsichtig ist. Und dieses Projekt ist auf die Realisation der sozial bedeutenden Projekte in der Gesellschaft gezielt, auf die Problemlösung orientiert. Die Projekte, die bereits realisiert sind, zeigen, dass es realistisch ist, sehr kurzfristig jedes Problem in der Gesellschaft zu lösen, wenn man die Bemühungen und Kapazitäten verbündet. Die medizinischen Geräte für die Krankenhäuser wurden gekauft und in Betrieb gesetzt. Auch die Möbel für die Kindereinrichtung wurde gekauft. Unter anderem die Projekte, die von den Teilnehmern realisiert werden. Wenn der Teilnehmer oder Gruppe der Teilnehmer eine Idee haben und eigene Kapazitäten reichen dabei nicht aus, kann man dieses Projekt auf das Plattform aufstellen und alle Interessierten, die sich die Realisierung des Projektes des Voltons anschließen, möchten, können es tun. Ein anderes interessantes Projekt ist globales Partnerschaftsabkommen Alatra. Globales Partnerschaftsabkommen Alatra vereint gutherzige Geschäftsführer, die ihre Tätigkeit aufgrund von 7 allgemeinmenschlichen, geistlich-moralischen Grundlagen Alatra aufbauen. Es gibt schon hunderte von derartigen Geschäftsführern. Auf der Webseite alatrapartner.org kann man sich diese Unternehmen ansehen. Diese Unternehmen befinden sich in verschiedenen Ländern. Es ist sehr interessant, die Meinungen dieser Menschen zu hören, weil sie beobachten, wie ein einträchtiges und gut aufeinander eingespieltes Team stabiler zu den äußeren Faktoren wird. Es ist kein Geheimnis. Heute beobachten wir in der Welt einen wirtschaftlichen Niedergang und einen Klimawandel, welcher sich immer bemerkbarer macht. Die ungewöhnlichen Naturentscheidungen. Wir können bereits die Klimaflüchtlinge beobachten, die schon Hunderttausende und Millionen zählen. Wir sollten darauf Augen nicht schließen, das ist ein Fakt. Diese Realität beobachtend, können wir alle uns die Frage stellen, welche Gesellschaft bauen wir dabei auf? Was passiert morgen? Was wird übermorgen? Alle wollen in der Gesellschaft leben, wo es jedem Mensch bequem und natürlich wäre, seine besten Eigenschaften zu zeigen, ehrlich und gutherzig zu sein und dabei seine besten menschlichen Eigenschaften, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Unterstützung äußern. Wir können die Richtung der Gesellschaftsentwicklung wählen, wo die Menschen sich zueinander freundlich verhalten. Das Bedürfnis, in so einer Gesellschaft zu leben, wo fängt sie an? Mit der Transformation der Menschen selber, mit innerer Arbeit von jedem. Es gibt sehr viele Beispiele, wenn man das Koordinationscenter anruft und fragt, wie kann man Teilnehmer der Bewegung werden? Wir fangen an, uns zu unterhalten und finden heraus, was treibt sie an? Warum haben sie entschieden, Teilnehmer der Bewegung zu werden? Ich bin auf die Informationen im Internet gestoßen, auch Informationen über die Projekte in verschiedenen anderen Quellen. Viele Menschen haben Ehrlichkeit, Offenheit, die Güte interessiert, die in allen Projekten der Bewegung einsehbar sind. Das zieht die Menschen an. Das kann man nicht verhindern. Das kann man nicht stoppen. Das ist ein natürliches Prozess, weil dieses ursprünglich in jedem Menschen gibt, mit dem wir geboren werden. Die Menschlichkeit, Gewissen, Güte und Mitgefühl. Wenn die Menschen diesen begegnet werden, entsteht in ihnen ein absolut natürliches Bedürfnis, sagen wir nicht der Wunsch, sondern das Bedürfnis, sich ebenso dieser Tätigkeit anzuschließen und etwas Nützliches für die anderen Menschen, für die Gesellschaft zu tun. Und diese Welle dieses Schöpferischen, der Güte, löst die größere und größere Welle in anderen Menschen auf. Dieses Prozess vergrößert sich einfach im geometrischen Reihen, weil alle Menschen gut sind.
Bloß noch nicht alle von denen erinnern sich daran. Die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra ist für alle Menschen, für die Öffentlichkeit, für Journalisten offen. Wir freuen uns, auf alle entstandenen Fragen antworten zu können. Wir verstehen, dass die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra eine einzigartige Organisation ist. So eine Art der Beziehungen hat die Weltgemeinschaft schon lange nicht gesehen. Deswegen sind wir für die Offenheit, gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit bereit.